Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HKC Recap. Ja, ich weiß, ich bin zu spät dran. Das liegt dementsprechend daran, dass ich es vergessen habe. Ja, ich habe eigentlich heute in der Vormittag mir noch gedacht, oh ja, ich muss ja noch Recap aufnehmen. Aus dem Vormittag wurde dann irgendwann Mittag, bis ich aufgestanden bin. Ich hatte gestern, doch ein bisschen länger gedauert dann. Und dann habe ich mir gedacht, gut, mach ich jetzt halt kurz nach Mittag. Doch dann kam mir leider GTA dazwischen, liebe Leute. Momentan ist die Sucht wieder ein bisschen größer geworden, was GTA betrifft. Von dem her leider da ein bisschen verkackt, das aufzunehmen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt kurz durch. Natürlich eine Folge Let's Play Need for Speed Underground. Folge Nummer 21. Ich hoffe, das stimmt auch so. Wir schauen mal ganz kurz. Ja, hier unten ist Nummer 20. Für morgen habe ich schon hochgeladen. Muss ich nur noch dann den Titel bearbeiten. Aber genau. So viel dazu. Weiter geht's mit dem, mit unserem Let's Play von The Raft. Ja, dem Let's Play, wo wir auch einige Folgen zusammengebracht haben. Unter anderem hier Folge 5. Und das ist eigentlich eher auch so eine Art Arc. Video-Ersatz, was auch immer, wie man das nennen mag, aber geht auch eine Weile und von dem her, glaube ich, ist auch ganz cool. Wir waren wieder eigentlich zu viert, Ole, Ri, Twi und ich, und von dem her, glaube ich, auf jeden Fall ein Absteher wert. Was mich sehr freut, sind eigentlich die momentan noch relativ zahlreichen Aufrufe bei den Minecraft-Videos. Werden wieder ein bisschen mehr, das finde ich cool. Und da haben wir letztens uns eigentlich eine halbe Stunde lang darüber unterhalten, wie wir unser oberirdisches Railway-System bauen. Unser Haupt- und warum zum Henker fliegen hier bei mir gerade zwei so scheiß winzige Fliegen rum, die nerven mich. Da werde ich dann später gleich mal meine Schrotflinte rausholen müssen. Aber nochmal zurück zum Thema. Da haben wir uns eine halbe Stunde darüber unterhalten, wie wir eben hier unser oberirdisches Railway-System bauen. Und war ganz lustig auf jeden Fall, da wieder MTS mit den anderen Vögeln. Apropos Vögeln in... ja gut, das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Hier Bedtime Rocket League Episode 50 sind wir mittlerweile. Auch schon krass, was wir da schon mittlerweile alles geschafft haben. Da gab es auch letztens ein paar Kommentare. Da können wir mal ganz kurz reingehen. Kulimuli TM hat gefragt, welchen Rank bist du? Und das habe ich ein bisschen falsch aufgefasst, weil ich dachte, er meinte das Level. Quasi unten links steht da immer dann das Level. Der meinte aber Ranked quasi bei den Ranked Spielmodus. Und da muss ich sagen, das spielen wir eigentlich jetzt erst seit, ich sag mal, seit 3-4 Wochen erst wirklich so ein bisschen Ranked, weil es halt kein Event mehr gibt, weil sonst spielen wir eigentlich immer zwanglos. Von dem her war das für mich eigentlich nicht so besonders. Und halt dann im aktuellen Rocket Pass Level 50, bis aber mittlerweile auch schon wieder Level 57, glaube ich, oder so. Genau, außerdem hat er noch gefragt, wenn wir schon dabei sind, wie ich den Singapur GP fand und was ich denke, wie es quasi mit Vettel in Russland ausschaut. Und da habe ich gesagt, war wichtig für ihn, dass er da mal einen Sieg gehabt hat. Ich glaube, dass eben Leclerc wieder die Nase vorn haben wird im Quali in Sochi. Aber im Rennen, denke ich, helfen Vettel die neuen Teile und er kann die Pace leichter mitgehen und beide sind auf einer Höhe. Und ja, Qualifying war heute. Man hat wieder gesehen, Leclerc, unglaublich, der hat so einen Lauf, ist auf P1 gefahren. Vettel mal wieder mit einem Fehler, aber die zweite Runde war eigentlich ganz okay, aber auch da nicht alles hundertprozentig gepasst. Auch wieder einen ganz leichten Querstreher gehabt, ich glaube in Turn 13 oder so, ich weiß es gerade nicht. Hat eben auch wieder ein bisschen was gekostet, unter anderem eben auch P2, weil Hamilton dann eine super Runde hingelegt hat und dann sich quasi zwischen die beiden Fahrer schieben konnte. Bottas war wieder irgendwo gefühlt im Niemandsland, der hat die Runde abgebrochen. Ist, glaube ich, eine Sekunde hinter Leclerc. Also von Bottas, von dem, wie er am Anfang war, muss ich echt sagen, also wie er am Anfang der Saison getan hat, ist mittlerweile nicht mehr viel übrig geblieben. Auch die Sache in Singapur, muss ich sagen, das weiß ich nicht. Muss das sein, wenn der von Anfang an Vollgas gefahren wäre, der hatte, glaube ich, in der einen Runde dann 3 Sekunden ist der langsamer gefahren, ja. Der hätte Hamilton locker, aber da geht's halt wieder, ja, hier, Team und so weiter. Also so wird das nix. Aber, naja, schauen wir mal,
wie das wird. Und ja, wie gesagt, morgen dann im Rennen sollte Vettel, wenn es alles passt, eigentlich dann schon die Pace mitgehen können. Vor allem von P3 hat er eine relativ gute Chance, Hamilton auf den härteren Reifen zu überholen am Start. Von dem her, glaube ich, bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. So, und zum letzten Video der Woche, von dem ganzen Rumgequatsche dann, Episode 172. Und das ist eine Timelapse-Time oder Timelapse-Folge, weil da kommt relativ viel Timelapse. Und wir können mal ganz kurz da reinschauen. Vielleicht sogar auch ein bisschen mal da ganz kleines was uns mal anschauen. Schauen wir mal, was da so sehr kommt. Ich Reichweite mache ich mal wieder auf Mittel. Der ist die ganze Zeit hier eben bei deiner Scheune oben an diese Seite entgegen und hat dann die ganzen Viecher. Ich weiß nicht, wer da direkt dort ist. Ich glaube, die Liddy oder sowas hat er die ganze Zeit attackiert. Genau. Und hier seht ihr eben, da ist ein bisschen Timelapse und ich bin mir nicht sicher, wie lange es geht. Ja, scheinbar doch ein bisschen länger noch. Und was wir hier genau machen, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall auch mal wieder ein Abstecher wert. Von dem her, glaube ich, ja, lohnt sich das schon, da mal wieder vorbeizuschauen. In diesem Sinne, ja, Twi'lek startet geht, ja, das werde ich jetzt auch tun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann quasi beim nächsten Video morgen wieder. Ich gehe jetzt rüber zu Twi und spiele wieder GTA. In diesem Sinne, bis dahin. Tschaußen!